Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Händler. Wir gehen direkt hier in den Item Shop rein. Der Psion und der Axion waren ja gestern bereits drin gewesen. Wir schauen jetzt heute einfach nochmal ganz kurz in die Bewertungen rein, die ihr diesem Skin gegeben habt. Schauen wir doch mal, wie sieht's denn da überhaupt aus? Wir haben einmal den Psion, das ist der hier. Und da sind die Noten folgende. Aktuell 2,4 von 5 bei 5 Votes, also nicht wirklich gut angekommen bei euch. So, dann haben wir den Axion. Schauen wir da mal rein. Na, gehen wir mal weiter hier. Axion. Das ist der hier. Und der hat auch nur 2,63 von 5 bei 8 Votes. Das ist wirklich erbärmlich, sage ich mal. Dann haben wir diese psionische Schneide da noch. Oder Psionic Edge, wie das Ding auf Englisch heißt. Hier die Noten. 3,5 von 5 bei 4 Votes. Und den Disruptor. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Disruptor hier 3,5 von 5 bei 4 Votes. Okay. Dann sind wir auch schon jetzt mit diesem Pack hier durch. Jetzt haben wir heute den Sanctum wieder drin. Den finde ich eigentlich ganz nice. Kriegt von mir 7 von 10 der Sanctum. Schauen wir mal. Der ist so ein bisschen so ein Vampire-Style. Ich finde den eigentlich ganz cool. Sanctum. Haben wir hier momentan 3,87 von 5 bei 38 Votes. 62 Reminders. So. Zum Sanctum gibt es den Mondaufgang als Picke und hat ein bisschen so ein Bat-Style, also Batman-Style. Finde ich eigentlich ganz nice. Das Ding kriegt auch von mir 7 von 10. Moonrise-Picke. Ist die hier. 3,82 von 5. Jo, und dann sind wir ja auch schon durch. Dann sind wir beim Rex-Set hier. Legendäres beim Dino-Wächter-Set. Jage deine Gegner bis zur Ausrottung. Ich finde den Rex-Skin echt schrecklich. Gold. Kriegt von. Ist schon ganz witzig, aber ich finde ihn trotzdem schrecklich. Kriegt von mir 5 von 10. Der Rex. Und da haben wir derzeit 3, was ist denn das? 3,71 von 5 bei 78 Votes. 99 Reminders. So, dann sind wir beim nächsten. Das ist der Dino-Kommando oder das Dino-Kommando. Finde ich mindestens genauso schrecklich. Die Dinos im Allgemeinen. Oh. Wird ja hier noch angezeigt. Sorry. Hier Dino-Kommando. Finde ich schrecklich. Alle beide. Und kriegt auch von mir nur 5 von 10. Triceratops heißt das Ding. Den Namen finde ich ganz witzig, muss ich sagen. So. 4,02 von 5 bei 51 Votes. 124 Reminders. Dann haben wir noch diesen kräftigen Biss. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig, das Ding kriegt von mir 7 von 10. Was ist denn das? Das ist hier, Bitemark. Bitemark 7 von 10. Da haben wir hier momentan 3,77 von 5 bei 22 Votes. Und dann haben wir einen mega geilen Gleiter, den Pterodactylus. Der kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den hammergeil. Echt cool, das Teil.
10 von 10 für den Pterodactylus. Und das ist das da. Da haben wir momentan 4,44 von 5 bei 18 Votes. Dann sind wir auch schon hier soweit durch. Dann kommen wir zu den Daily Items. Da haben wir jetzt hier einen neuen Skin, also beziehungsweise einen neuen Style und einen neuen Emote. So. Der neue Style für die Einsatzleiterin. Da bin ich gespannt. Wow. Das sieht echt cool aus, ne? Einsatzleiterin, neuer Style. Gefällt mir ganz gut. Kriegt von mir 7 von 10, die Einsatzleiterin. Der neue Style ist echt schön. Sieht echt cool aus. Teil des Einsatzmustersets. Okay. Die Einsatzleiterin. Müssen wir mal schauen. Das ist, wo ist sie denn? Waypoint heißt die auf Englisch. Und Waypoint, wow, hat richtig krasse Noten hier. 4,54 von 5 bei 35 Votes und 159 Reminders. Das ist geil. Jo, dann schauen wir. Glyphe der Dunkelheit. Ja, von mir 6 von 10. Dark Glyph ist das. Ist halt ein Standardgleiter, ja. Aber sieht nicht schlecht aus. So haben wir hier 4,62 von 5 bei 37 Votes, 64 Reminders. Jetzt haben wir den neuen Emote, den ziehen wir uns jetzt auch mal rein. Oh mein Gott. Ach du Schande. The Timber Major. Jesus, Maria und Josef. Ist schon ganz witzig hier. Wow. Timber Major kriegt von mir 9 von 10. Und dazu muss ich auf jeden Fall ein separates Video machen mit den ganzen. Das werde ich auch heute tun. Das letzte Mal leider nicht dazu gekommen. Ich weiß, ich hatte es angekündigt, kam leider nicht dazu. 4,67 von 5. Wow, bei 3 Votes bis jetzt. Ah, ist der Hammer. 14 Reminders. Das Ding ist ja gerade erst rausgekommen. Das ist schon ein super Ergebnis. Also, hinten dran an diesem Video verlinkt dann der Timber Major mit vielen Skins. So, dann haben wir das Einsatzmuster. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Oh, die sieht gut aus. Das muss man sagen. Diese Kanone sieht echt gut aus. Auch hier diese Rifle, nice. Die Pump sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, SMG. Ah, Sniper. Ah, Pistole, okay. Also das ist mal endlich eine Lackierung, die wirklich gut aussieht. Finde ich cool. Kriegt tatsächlich für 300 V-Bucks, kriegt, ja, sind halt 300 V-Bucks, trotzdem. Kriegt von mir, ja, gib ich mal 9 von 10. Ich finde das Ding echt cool. Also, habe ich überhaupt bis jetzt schon mal auf sowas so eine hohe Bewertung gegeben? Ich glaube nicht. Aber ich finde das echt gut. Der Rivet, oder Rivet, ist jetzt noch keine Benotung da. So, dann haben wir das Todestal. Ich finde das Ding ganz cool. Ich weiß, es kommt nicht so gut an, aber ich finde das ganz cool. Von mir kriegt das Todestal 7 von 10. Das ist Death, müsste Death Valley oder so heißen. Death Valley, genau.
Ja, gut, immerhin 3,08 von 5 bei 13 Votes. Ist jetzt nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. So, und dann haben wir noch Cheerleading. Cheerleading finde ich mega geil, muss ich echt sagen. Kriegt von mir 10 von 10. Das Ding finde ich einfach nur Hammer, 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 Hammer. Oh, meine Platte hängt. So, Cheerleading, 10 von 10. Ich finde den richtig, richtig geil. So, Cheer Up. 4,55 von 5 bei 11 Votes, 85 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.